City Center in Amstetten fand die diesjährige Mini-Mosticon, eine Messe für Comic und Manga, statt. Ziel der Veranstaltung ist Neues, gepaart mit Spaß kennenzulernen. Für ein lustiges und spannendes Bühnenprogramm wurde ebenfalls gesorgt. Das ist eine Anime, Comic, K-Pop und Games-Veranstaltung für Erwachsene, alt, jung, einfach für jeden. Die Highlights sind auf jeden Fall die Bühnenshows, die ganzen Wettbewerbe, der Cosplay-Wettbewerb, die Gaming-Area mit dem Mario Kart-Turnier, die Trading-Card-Area oben von Gundis Dikothek mit dem Turnier, sowie die Tabletop-Area mit den ganzen Brettspielen von Pegasus. Und ja, es ist einfach dazu da, dass jeder Spaß hat. Besondere Gäste sind zum Beispiel Grey But Not Blue Cosplay, das ist eine Cosplayerin. Dann haben wir zum Beispiel Aoba Cosplay, Rose of Cards, Moon Cosplay, White Lotus Cosplay, Talon und noch viel mehr. Ich war noch nie auf einer Convention, die wirklich in einem Einkaufszentrum stattgefunden hat. Also das ist mal was Neues, muss man echt zugeben. Aber es funktioniert, es funktioniert. Cosplay ist mein Hobby, also ich habe auch einen eigenen Instagram-Account. Also ich mache jetzt Cosplay seit circa fast 2 Jahren. Es ist so eine interessante Welt und man kennt nur leider das Schlechte. Da hast du immer nur diese komischen Leute und so, und das stimmt nicht. Weil ich mache das in meinem Job jetzt seit 16 Jahren. Ich habe ein Geschäft von dem, bin schon längst in Pension, mache das noch immer, weil das eine sehr interessante Jugend ist. Man muss sich befassen damit, da ist so viel Kultur dahinter. Wir verkaufen da Prints und Sticker, so in verschiedenen Designs, zu verschiedenen Fandoms oder zum Beispiel Serien oder Videospiele, zum Beispiel wieder was von Pokémon. Und wir tragen dann dazu bei, dass wir die Mosticon ein bisschen mit unseren Kunstwerken bereichern. Besondere Hingucker waren die vielen Besucher, die als Cosplayer in die Rollen ihrer Helden schlüpften.